Bitte. Ich muss jetzt allein bleiben, um mir zu erholen. Und ich werde keine Besucher empfangen. Absolut keinen. Sind Sie sicher, dass es das Beste für Sie ist, Gräfin? Oh, Sie sind so nett, Doktor. Aber Sie kommen morgen früh doch wieder, ja? Ja, Gräfin. Ich komme morgen früh. Ja? Das wie dann, ja? Ja, bis dann. Wen haben Sie besucht? Die Gräfin. Eine kurze Visite. Sie hat sich nicht wohl gefühlt und wollte sich deshalb zurückziehen. Wieso? Weil ich das komische Gefühl habe, dass sie keine Gräfin ist. Und wie kommen Sie auf diese Diagnose? Sie ist aufgewachsen in Madrid, aber hat trotzdem kein Wort Spanisch gesprochen. Was meinen Sie denn damit? Manche Jahre ist wie. Was ist passiert, Mr. Maximilian? Mein Zigarrenschmied ist verschwunden. Dann genaden Sie es doch noch, ich habe es gesehen. Ja, richtig. Und danach sind Sie nirgendwo. Da waren Sie an Deck. Mit der Gräfin. Richtig. Ich weiß auch, dass ich der Gräfin gezeigt habe. Und, seit ich an Deck war, ist es verschwunden. Keine Sorge, Mr. Maximilian. Ich werde diesen Fall klären. Persönlich. Danke, Captain. Das freut mich. Anscheinend ist Ihre Gräfin hier an Bord einem Wunderheiler gesehen. Lächerlich. Sie neigen zur Übertreibung. Überlassen Sie die Analyse meines Charakters bitte meinem Psychiater. Es scheint, dass Ihre Gräfin seit heute Abend auch Zigarren mag. Zu bedeuten. Sie kann es auf den Tisch gefunden haben und weiß doch nichts. Drei Pässe. Sie ist ein Risiko, Doktor. Ich bin's. Wo warst du denn so lange? Bei Mrs. Goodrich. Oh, bei Mrs. Goodrich. Sie kann nicht einschlafen, wenn sie keine warme Milch bekommt. Oh. Hast du was gefunden? Ja. Sieh dir das an. Fass mal das Papier an. Dasselbe. Aha, siehst du? Es hat dieselbe Größe. Und ich habe noch was. Riech mal. Salicylsäure. Hier sind wir an der Quelle. Die Druckerpresse ist dann bestimmt auch in diesem Raum. Das Einzige, was groß genug dafür wäre, ist der Untersuchungstisch. Hast du die Schalter probiert? Nein. Tja, Kurtchen hat seine Praxis wirklich sehr modern eingerichtet. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Druckplatten. Jonathan, wir sollten hier verschwinden.
Richtig. Sie sagten doch, Sie wollen die Gräser suchen. Die werden wir früh genug finden. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Magen. Gut, ich gebe Ihnen mal. Komm, spiel sofort gleich hin. Oh, lassen Sie mir los! Nein, lassen Sie mir los! Jetzt! Was fällt mir ein? Was geht hier vor? Oh, Kurt! Kurt, Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Der Steward hat versprochen, er wird mir bringen zu Doktor. Wenn wir hier waren, hat er Platz gemacht über Türen. Wären Sie nicht gekommen, was hätte ich bloß getan? Keine Angst. Wie sind Sie hier reingekommen? Der Schlüssel steckte im Schloss, Sir. Er liegt auf dem Tisch. Die Krankenstation muss Tag und Nacht verschlossen sein. Das ist Ihnen doch bekannt, Doktor. Was Sie betrifft, Stuart, werde ich mich später mit Ihnen befassen. Ja. Was wäre bloß passiert, wann Sie nicht wären gekommen? Das ist wirklich ein glücklicher Zufall, Griffin. Wir wollten Sie zu einem Drink einladen. Oh, Captain, danke schön, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich hier zu Bett bin. Sie scheinen mich nicht zu verstehen. Es wird langsam Zeit, dass wir uns unterhalten. Auf Spanisch. Comprende? Aber Sie haben nicht ein einziges Wort mit mir gehabt. Ich habe kein Wort verstanden von Ihrer komischen Akzent. Yo hablo perfectamente el castellano. Con un acento auténtico. Ich habe es nicht verstanden, aber es klang prima. Sehr gut, Gräfin. Gracias. Señores, es ist schon Nacht. Würden Sie mir jetzt entschuldigen, bitte? Sie werden noch ein wenig Zeit haben, Gräfin. Wo haben Sie das her? Wo haben Sie es her, Gräfin? Das wissen Sie. Das an meine liebe Großmutter hat gegeben, der Zar. Ach, und der Zar hat es gekauft bei Mondale Uhren und Schmuck in Beverly Hills. Der Einfassung war gekracht. Dort ist es repariert. Sie wagen, in meiner Kabine einzugebrechen? Ich werde melden, dass den Besitzer von der ganzen Schiff. Wenn Sie den Besitzer des Schiffes besuchen, dann bieten Sie ihm doch bitte eine Zigarre an. Das habe ich gefunden. Ich wollte es ihm zurückzugeben. Und wann, verehrte Gräfin, wollten Sie das hier zurückgeben? Diese gehören mir. Kurt, Sie glauben mir doch oder glauben Sie nicht? Wem von Ihnen soll er glauben? Muriel Crawford, USA? Janine Gaillère, Frankreich? Oder Brenda de Sanchez, Spanien? Ich muss mein Leben lang haben verschiedene Identitäten, weil immer haben russische Agenten mir verfolgt. Sie schon immer stellen wollen, die Schätze von meiner Familie. Russische Agenten, ich bitte Sie, wohl eher Interpol. Interpol? Warum sagen Sie das Wort? Weil Sie eine billige Juwelendiebin sind. Ist das wahr? Sie sind doch keine Gräfin. Ja? Wer sind Sie wirklich? Mona, klagst mit ihm. Aus Brooklyn. Was werden Sie jetzt machen? Das geben wir zurück an Mr. Maximilian und der Rest kommt in die Safe. Und Sie, Mona, benehmen sich anständig für den Rest der Reise. Sonst werden Sie in eine Zelle gesperrt. Ja, mach ich, Captain, mach ich. Ja, bitte? Guten Morgen. Morgen. Ich habe eine Idee. Mr. Charles hat sich zurückgezogen. Also warum macht dein Job nicht die Gräfin? Ja. Und Mona ist eine tolle Schauspielerin. Ich hatte dieselbe Idee, aber das ist mir zu riskant. Sie würde zu viel erfahren. Warum? Wir könnten sie mit dem gestohlenen Schmuck erpressen, für uns zu arbeiten. Ja, das wäre schon möglich.